im Film ist eigentlich interessant, der Moment, wenn Elemente eines Genres sich weiterentwickeln, wenn man da andere Elemente hinzufügt und sozusagen Zwischenphasen erreicht, zwischen den Genres, die als Genres noch gar nicht bekannt sind. Das ist ein Feld für das innovative Filmemachen, was ja ziemlich weitreichende Möglichkeiten bietet. Und die Dokufiktion ist eine Art, da heranzukommen. Wenn wir da jetzt nochmal so einen Gang zurückgehen und überlegen, wie kann man da praktisch ansetzen, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die ich schon mal ausprobiert habe und Ihnen als Beispiel präsentieren kann. Eine Möglichkeit haben wir in Göppingen, in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Göppingen und örtlichen Verbänden, Kreisverbänden des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr in Göppingen erprobt. Ich werde noch zu dem relativ aufwendigen Weg, wie dieses Szenario entstanden ist, in einer weiteren Lecture was sagen. Hier ist erstmal nur wichtig, am Ende waren 200 Katastrophenhelfer in einer Kunsthalle, die wir erstmal als Kunsthalle hergerichtet hatten. Und dann hat das Deutsche Rote Kreuz dort provisorisch ein Notaufnahmelager eingerichtet. Und in dieses Lager hinein wurde eine Geschichte injiziert. Also alle, die da beteiligt waren, wussten, dass sie unter den Bedingungen der neuen Natur, die leider katastrophische Auswirkungen hat, weil man noch nicht so richtig mit der Wir-Intelligenz umgehen kann, aktiv sind. Und sie müssen nicht nur Verletzten helfen, sondern sie sammeln auch die ersten Informationen und Erfahrungen im Umgang mit der neuen Natur. Wir wissen nicht, was es für Auswirkungen hat. Ja, man hat einfach jetzt aus diesen Erzählungen mitbekommen, dass unterschiedliche Begegnungen unterschiedlichster Art Veränderungen hervorheben. Ja? Weil wir haben den Jetztstand, aber entwickelt sich das in 3-4 Stunden anders, kommen wir wieder in die Normalität zurück. Das sind alles so Fragen, wo wir absolut jetzt gar nicht darstellen können. Das wissen wir nicht. Ich blende mal kurz rüber in die Situation in Göppingen, in der wir da Besuch von der Stuttgarter Zeitung hatten und sozusagen live vor Ort unter dem Druck auch dieser Situation habe ich dann versucht, der Journalistin Sabine Rieker zu erklären, was wir da gerade machen. Es hat begonnen bei drei Künstlerinnen, die merkten, das, was sie in klein machen mit ihrer Kunst, das hat irgendwelche Echos in der Realität. Das nennen die dann Kunstwirkung. Erst denken sie natürlich, sie sind durchgedreht. Aber so langsam tritt das dann auch im Leben verschiedenster Leute aus unterschiedlichsten Berufen auf. Irgendwann sehen die Fußballer zwei Bälle im Spiel, aber das Spiel läuft weiter auf eine seltsame Weise. Es kommt zu vielen Pannen und Unfällen, es ist aber teilweise auch sehr heiter. Also man trifft euphorisierte Menschen, die von fantastischen Vorfällen in ihrem Alltag berichten. Und ebenso trifft man welche, die erzählen, also ich habe gesehen, wie die in Panik aus dem Fenster gesprungen sind. Und diese Art von Erzählung, wer hat was erlebt, die findet genau hier statt. Ja, also mir ist das eigentlich ziemlich unangenehm. Es war voll sexuell. Ich habe in einem Kunstkatalog geblättert und ehe ich mich versah, war ich auf einmal mitten im Bild drin. Eine zweite naheliegende und sinnvolle Möglichkeit, Fiktion in ein dokumentarisches Setting einzubetten, ist natürlich die Option, ein Ort, die Routinen, die da sind, im einfachsten Fall eine Kneipe, aber im komplizierteren Fall eben auch einen großen Katastropheneinsatz zu nutzen und da hinein eine Spielszene zu bauen. Das war drehtechnisch nicht ganz einfach, aber es war möglich und die Schauspielerinnen, die als Experten genau wissen, wie sie mit ihrem Equipment umgehen und wie sie sich untereinander bewegen, die haben dann eben auch mitgespielt und dieses insgesamt sehr aufwendige Set bereitgestellt für eine Szene aus Neue Natur, in der Nikita Neufeld, gespielt von Inga Busch, plötzlich von einem dieser Katastrophenopfer angesprochen wird, der sie viel besser kennt, als sie das erwartet. Also eine Spielszene in einem dokumentarischen Szenario. Nikita. Hey.
Wer bist du? Ist dir schon mal aufgefallen, dass in deinem Leben viele Vorfälle zweimal vorkommen? In leicht veränderter Form. Wofür kann das gut sein? Es ist das Gegenteil von Alba. Alba? Woher weißt du das? Liegt bei allem. Aber es ist noch nicht zu spät. Ja, das ist nicht die ganze Szene. Es geht hier nur um die Idee. Ich bedanke mich für heute und würde sagen, bis zum nächsten Mal.